Hier winke ich meiner Mom immer morgens, um ihr halt Tschüss zu sagen. Und ja, einfach halt Tschüss zu sagen. Und dann gehe ich zum Bus. Meistens gehe ich um 7.02 Uhr los und der Bus kommt um 7.05 Uhr. Das ist jetzt auch eine Angewohnheit über den Winter geworden, weil es so kalt war, dass ich nicht lange draußen bleiben wollte. Also renne ich lieber ein bisschen. Aber theoretisch im Sommer und so bin ich immer um 7 losgegangen, damit ich halt 5 Minuten habe. Denn der Weg ist auch nicht gerade kurz. Aber naja. My role model Bill Russell here is having his way. Hey, that is great. I'm out. Bye bye. I'm not. Ja, und jetzt gehe ich immer nur zur Schule rein und dann erst müssen wir im Locker und meine Jacke wegbringen. Und ja, dann beginnt auch schon mein Tag und meistens treffe ich mich mit meinen Freunden. Aber heute habe ich einen Termin. This week's winners are from the freshmen, Justina Watsi. From the sophomores, Kevin Hopkins. From the juniors, Craig McLaughlin. From the senior, Magali Blasdow, and our winning student, Ms. Trujillo from World Languages. If you are wearing ethos. Also, das ist unsere Videoklasse. Ja, und das ist meine erste Stunde, wo wir die Videos bearbeiten. Und davon hatte ich euch auch schon erzählt.
Wir sitzen eigentlich alle nur an den Computern und bearbeiten halt unsere Videos. Unsere Lehrerin ist heute nicht da, also haben wir eine Vertretungslehrerin. Und vor der ersten Stunde macht man ja mal Pledge of Allegiance und dafür haben wir diese Flagge dort. Und ja, das habe ich aber nicht gefilmt, weil ich nicht weiß, ob man das so machen sollte. Are you ready? No, I'm not. No, you gotta warn me. Oh, you're still filming. That's okay. Now I have to send the kind of. Yeah, that's what my dad said. I shouldn't do this. Jetzt habe ich Health-Unterricht, das ist so Gesundheitsunterricht. Habe ich euch schon erzählt. I had the ambassador interview. Hi. What? Video. If you want that. So hello everybody. Hello. So in this class, we didn't do our homework because it's like study home. So you're just doing what you want to. Or if you want to learn in the school, you can take tests. But actually, I'm doing nothing every single day. I'm just sitting here. Just kidding.
please. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst gerne einen Daumen oder Kommentar, um halt zu zeigen, dass es euch gefallen hat oder irgendeine Anmerkung zu geben. Es hat super viel Spaß gebracht. Ich würde sowas gerne nochmal wieder machen. Also wenn ihr das nochmal sehen möchtet, lasst es mich wissen. Oder wenn ihr noch irgendwas Bestimmtes sehen möchtet, wie, was weiß ich, zum Beispiel wie die Badezimmer hier aussehen. Die sind natürlich auch anders als in Deutschland. Oder wenn ihr sehen möchtet, wie zum Beispiel diese Wasserfontänen auf dem Flur aussehen. Ich hatte jetzt nicht so die Zeit, dahin zu gehen. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich was alltäglich mache. Aber natürlich könnte ich das filmen und kann ich mal machen. Oder wenn ihr möchtet, dass ich zum Beispiel noch runter ins Basement gehe, ich könnte euch zum Beispiel die Tanzhalle zeigen. Denn ich bin jetzt auch beim Tanzen. Also das habe ich euch noch gar nicht erzählt, glaube ich. Aber es gibt hier so eine Dance Academy in der Schule. Und dafür hatten wir Tryouts vor 2 Wochen. Und das war so mein Goal, da reinzukommen. Tryouts bedeutet halt immer so, dass da mehrere Leute antreten und nicht jeder genommen wird. Und bei uns sind 35 Leute angetreten und haben sozusagen ausgetried und 17 wurden genommen und da bin ich bei. Und ich freue mich einfach mega, weil ich tanzen liebe und hier ist in meiner Umgebung keine Tanzschulen sind, beziehungsweise doch, hier sind 2, aber die scheinen nicht wirklich gut zu sein. Auf jeden Fall will ich jetzt beim Tanzen an der amerikanischen Highschool und deswegen will ich auch in diesem Tanzsaal, den wir in der Schule haben, und wow. Also hinterlasst einfach nur einen Kommentar oder was auch immer. Hab euch lieb, bis zum nächsten Mal.